jetzt würde ich ganz gerne unseren letzten Redner ankündigen. Dr. Magnus Bergmann, Rechtsanwalt aus Münster. Sie kommen schon. Tada. Und aber Sie sind ja schon sehr häufig bei uns gewesen. Dauergast, möchte ich mal sagen. So ist es. So ist es. Und er ist gar nicht alleine hier. Ich grüße euch da hinten. Sie Jakob haben Ihren Sohn. Marco und Theo. Jakob und Theo. Jakob und Theo, herzlich willkommen hier im Deutschen Beamtenbund. Ihr seid auch unheimlich gut für unser Durchschnittsalter hier im Saal. Also von daher großartig. Die beiden machen Praktikum und müssen auch sogar heute noch arbeiten und Protokoll führen. So ist es. Ja, dann müssen Sie sich jetzt aber auch anstrengen. Ich frage dann später, wie er war. Vielen Dank. Danke sehr. Habe ich einen Klicker? Das Ding? Okay. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin mir der Ehre bewusst, der Letzte in der Reihe zu sein und Sie hoffentlich kurzweilig zu berieseln mit einem spannenden Thema, Telearbeit und mobile Arbeit, Fragen über Fragen. Ich weiß, dass Sie vielleicht innerlich schon ein bisschen mit den Hufen scharren und auch der Magen knurrt. Deswegen will ich es auch gar nicht viel länger machen als unbedingt notwendig. Aber den ein oder anderen Aspekt möchte ich Ihnen schon auch nicht vorenthalten vor der Mittagspause. Und dementsprechend sage ich, anschnallen, Visier runter und es geht los. Ich muss jetzt mal gerade schauen. Ich habe mir überlegt, wie lässt sich das Thema vielleicht aus Ihrer mehr oder weniger Verbraucherperspektive am besten strukturieren? So viel Zeit habe ich ja nicht. Und das Thema ließe sich auch locker im Rahmen eines wöchentlichen Workshops abhandeln, vielleicht aber auch in 10 Minuten. Also ich habe mir überlegt, Sie wollen wahrscheinlich wissen, Telearbeit, mobile Arbeit, was ist das eigentlich, würde man im Ruhrgebiet sagen. Kann ich, wenn ich das will? Muss ich, wenn ich das soll? Und welche Chancen, Risiken und Nebenwirkungen ergeben sich bei dem Ganzen? Und mir ist klar, dass ich mit Ihnen natürlich auch Mandatsträger vor mir sitzen habe und dementsprechend habe ich also auch ein extra Bullet Point vorgesehen, was das Thema Telearbeit, mobile Arbeit für Sie als Personalrat bedeutet. Ja, und dann werde ich irgendwann schließen mit einem Fazit. Das ist so der kurze Fahrplan. Geht also los, Telearbeit, mobile Arbeit, was ist das überhaupt? Sie haben wahrscheinlich so mitbekommen, in der Vergangenheit fliegen so unterschiedliche Fachtermini durch den Raum. Da spricht der eine von Homeoffice, einer von Telearbeit, einer von telebasierter Arbeit, einer von Heimarbeit, also alles unterschiedliche Fachbegriffe und meist, man weiß nicht so recht, was habe ich denn jeweils für ein Kopfkino im Hinterkopf dabei. Und deswegen sollten wir einen kurzen Augenblick Zeit uns nehmen, um zu verdeutlichen, was beschreibt das Ganze eigentlich. Also im Wesentlichen ist es nichts Wildes. Es geht im Abgleich dabei darum, wir kennen praktisch aus der, wie soll ich sagen, alten analogen Welt die Arbeit im Büro, in der Dienststelle. Und die Telearbeit beschreibt jetzt einen Prozess, bei der Ihre Arbeit eben nicht räumlich althergebracht aus der analogen Welt in der Dienststelle erbracht wird, sondern regelmäßig von zu Hause aus. Entweder ganz oder nur in Teilen. Wenn es nur in Teilen praktiziert wird, bedeutet es, dass Sie die Telearbeit zu Hause nur an einzelnen Wochentagen oder zu einzelnen Stunden verrichten, im Übrigen wieder in die alte analoge Welt zurückkehren. Also so betrachtet Telearbeit komplett oder Telearbeit alternierend. Und Sie sehen, von der Begrifflichkeit muss man das Ganze schon ein Stück weit abgrenzen gegenüber der mobilen Arbeit, dem Homeoffice und der Heimarbeit nach dem Heimarbeitsgesetz. Klingt kompliziert, ist einfach gemacht. Homeoffice ist im Wesentlichen nichts anderes. Die Telearbeit ist im Jahr 2016 ja das erste Mal gesetzlich normiert worden in der Arbeitsstättenverordnung. Und die Telearbeit besagt, Telearbeit ist eben das, wenn der Arbeitgeber dem Mitarbeiter auf Basis einer konkreten Absprache über Form und Inhalt und Dauer zu Hause die Möglichkeit einräumt, seine dienstvertraglichen oder arbeitsvertraglichen Pflichten zu erfüllen. Das heißt also, Telearbeit im engeren Sinne bedeutet, der Arbeitgeber, der Dienstherr muss mich komplett ausstatten. Komplett ausstatten bedeutet also jetzt nicht nur das Smartphone oder das Tablet,
sondern bedeutet auch den Schreibtisch, den Stuhl und alles, was da sonst noch dazu gehört, vielleicht auch eine Dockingstation. Und nicht zuletzt unter betriebslogistischen Gesichtspunkten auch ein Obolus für den Strom, den ich da verbrauche, vielleicht aber auch ein Obolus für den Platz, den ich anteilig ja mehr oder weniger opfere. Mobile Arbeit ist vom Prinzip her sehr artverwandt mit der Telearbeit. Telearbeit findet zu Hause statt und mobile Arbeit findet nicht in der Dienststelle statt, sondern woanders. Merken Sie sich, etwas salopp formuliert, Telearbeit können Sie überall machen, in der Eisdiele, in der Badeanstalt oder sonst wo, jedenfalls von der Idee. Ob und inwieweit das dann dem Prozess geschuldet opportun und förderlich ist, Stichwort Datenschutz, Vertraulichkeit etc. pp., steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich will nur sagen, mobile Arbeit findet irgendwo statt, nur nicht in der Dienststelle, Telearbeit zu Hause, ganz oder gar nicht. Ich rede jetzt einfach die ganze Zeit. Wenn Sie zwischendurch Fragen oder Unmutsbekundungen haben, immer her damit. Ne? Gut, wie sind die aktuellen Entwicklungen? Interessanterweise ein Blick über den Landeszaun fördert zutage, in den Niederlanden gibt es einen Anspruch, das zu tun. Für den Mitarbeiter, so weit und so fortschrittlich sind wir in Deutschland nicht. Ich hätte jetzt fast gesagt, noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir so etwas noch bekommen mit einem klassischen Rechtsanspruch. Sie kennen ja die alte These beim Gesetzes- und Wurstemachen darf man nicht zuschauen, sonst wird einem schlecht. Gegenwärtig haben wir einen klassischen Anspruch nicht. Es gibt das Grünbuch Arbeiten 4.0, es gibt den Koalitionsvertrag und es gibt die neue Vorschrift in der Arbeitsstättenverordnung. Aber all das hat eben nicht die Qualität, dass ich gegenüber meinem Arbeitgeber sagen kann, ich will das jetzt, also lass mich jetzt. Soweit ist es nicht. Ja, und vom Trend her, was ich so wahrnehme, ausgehend von meiner Beraterrolle, ist, wir sind mehr oder weniger in einem ganz langsamen Startprozess, dass die Teilzeit-Telearbeit, also das alternierende Modell, verschiedentlich zaghaft versucht wird. Und gegenwärtig kann ich Ihnen aus meiner Perspektive, ich bin ja nicht nur Berater, sondern auch Fachanwalt, sagen, Rechtsstreitigkeiten in dem Bereich gibt es gegenwärtig praktisch gar nicht. Nächste Frage, kann ich, wenn ich will, beziehungsweise muss ich, wenn ich soll? Logischerweise, neben der Frage, kann ich das, steht denknotwendig auch die Frage, muss ich, wenn ich möchte? Ne? Also logisch, in Deutschland gibt es, wie ich gerade schon ausgeführt habe, keinen Rechtsanspruch. Das heißt, ich kann als Mitarbeiter gegenüber meinem Dienstherrn nicht gegen dessen Willen durchsetzen, dass ich meine Arbeit außerhalb des Dienstgebäudes erbringe. Das sogenannte Direktionsrecht gibt dem Arbeitgeber, also 106 Gewerbeordnung, gibt dem Arbeitgeber eben auch das Recht vor, mich dann und dort arbeiten zu lassen, wie es im Arbeitsvertrag hinterlegt ist. Und dementsprechend hat er auch im Sandkastensprech das Bestimmerrecht zu sagen, wo die Arbeit erbracht werden soll. Und so betrachtet kann man sich also merken, die Telearbeit oder auch die mobile Arbeit beruht immer auf einer Freiwilligkeit der Dienststelle, kann gegen deren Willen nicht erzwungen werden. Ähnliches gilt genauso in Bezug auf die Frage, ob man möglicherweise gegen seinen Willen muss. Diese Frage ist eindeutig mit einem Nein zu beantworten, weil die Arbeit zu Hause oder woanders, also insbesondere zu Hause, natürlich einen unmittelbaren Eingriff in die Privatsphäre eines Mitarbeiters darstellt. Da gibt es Artikel 13 in der Verfassung, die die Unversehrtheit der Wohnung auf Verfassungsrang hochhebt. Und nicht zuletzt werden auch private Ressourcen tangiert, je nachdem, wie ich es ausgestalte. Stichwort der heimische Küchentisch als Büro 2.0, Fragezeichen. Und deswegen wird man auch sagen können, gegen den Willen des Mitarbeiters kann so ein Modell auch nicht funktionieren. Man kann sich merken, als interessierter Laie, doppelte Freiwilligkeit liegt dem Ganzen zugrunde.
Welche Chancen, Risiken und Nebenwirkungen umranken jetzt das Phänomen Telearbeit und mobile Arbeiten? Also zunächst zu den Vorteilen für den Arbeitnehmer. Klar und auf der Hand liegen zuvorderst die ganzen Wegezeiten und Wegekosten zur Dienststelle entfallen. Das mag für den Einzelnen, der praktisch um die Ecke wohnt, kein besonders wichtiger Aspekt sein, aber das dürfte nur die geringere Anzahl an Mitarbeitern betreffen. Die größere Anzahl an Mitarbeitern muss ja heutzutage auch immer flexibler werden und hat mitunter auch eine relativ lange Anfahrt, und das kann so betrachtet schon ein interessanter Aspekt sein. Stichwort Neudeutsch, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Und als Vorteil wäre darüber hinaus natürlich zu benennen, in Anführungsstrichen, eine geringere Kontrollmöglichkeit durch den Arbeitgeber bei der Arbeitsausübung, weil der Arbeitgeber ja lediglich über Bits and Bytes mitbekommt, wann ich was gemacht habe, in welcher Art und Weise er das erfährt. Dazu sage ich gleich noch etwas. Unter Umständen verhilft mir die Telearbeit auch dazu, eine bessere Vereinbarkeit mit den familiären Pflichten als Mutter, als Vater vielleicht hinzubekommen, dass ich sage, bei meiner Arbeit geht es ja in erster Linie darum, dass ich einen bestimmten Arbeitsinhalt, eine bestimmte Arbeitsqualität auch erledige und weniger darum, dass ich ein bestimmtes Zeitfenster in einer bestimmten Lage absitze. Und so betrachtet kann es sinnvoll sein, im Zuge einer gewissen Zeitautonomie eben nicht pünktlich um 8 Uhr zu beginnen, sondern vielleicht um 11 Uhr zu beginnen, weil ich das Zeitfenster von 8 bis 11 Uhr anderweitig nutzen möchte. Die Vorteile für die Dienststelle liegen spiegelbildlich auf der Hand. Die Dienststelle kann à la longue betrachtet Präsenzressourcen reduzieren. Es gibt bei den sogenannten Raumplanungen sogenannte Schlüssel, die beschreiben, wie viele Arbeitsplätze in einer Arbeitsstätte auf einen Einzelnen oder auf die Mitarbeiter entfallen. Und je nachdem, wie Sie Ihre Arbeitsorganisation organisiert und strukturiert haben, kann es durchaus sein, dass auf 100 Beschäftigte ein Arbeitsbüroangebot von 60 bis 70 nur noch vorgehalten wird, weil gesagt wird, 100 Mitarbeiter zeitgleich sind sowieso höchst selten bis nie in der Dienststelle. Es kommt halt drauf an, wie es organisiert wird. Das sind ganz spannende Rechnungen. Man rechnet mit durchschnittlichen Krankheitszeiten, Urlaubszeiten, Fortbildungszeiten, Personalratsarbeitszeiten, Teilzeit und Co. All das sind im Grunde Zeitfenster, wo ich nicht im Büro bin und wo der Arbeitgeber im Grunde auch schauen kann, je nachdem, wie flexibel er mit den Räumlichkeiten ist, dass er unterm Strich weniger Plätze vorhalten muss. Darüber hinaus kann natürlich die Telearbeit auch ein Instrument zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit sein, logisch. Der Dienstherr kann betriebliche Abläufe und Raumsituationen damit entzerren und gegebenenfalls auch Mitarbeiterkonflikte auflösen, getreu dem Motto, ich trenne die Streithähne und trage damit bei, einen höheren Betriebsfrieden wahren zu können. Soll ich lächeln? Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Und deswegen muss man der Fairness halber schon auch ein Wort verlieren zu möglichen Nachteilen, die über Beifanggesichtspunkte für einen Mitarbeiter bei praktizierender Telearbeit durchaus auch die Folge sein können. Als erster Punkt natürlich der Aspekt der Ablenkung bzw. der Vermischung Dienst und Privat. In der alten analogen Welt war es so, wir sind pünktlich zur Arbeit gegangen, haben unsere festen Riten gehabt, wann Pausenzeiten sind, wann Mittagessenzeiten sind und wann Schlusszeiten sind, feste Riten. Und wenn ich das zu Hause mache mit einer gewissen Zeitautonomie, kann das unter Umständen
sozusagen unter der Überschrift Licht beschrieben, höchst flexibel ablaufen. Wir Arbeitsrechtler würden dazu sagen, das sind dann geteilte Dienste, und zwar mehrfach geteilte Dienste. Hier mal eine Stunde, dann eine Stunde was anderes, da mal anderthalb Stunden, dann eine halbe Stunde was anderes. Und das kann vorteilhaft sein, also mit Licht versehen sein, es kann aber auch mit Schatten versehen sein, weil die Trennlinien ineinander verwischen. Darüber hinaus ergeben sich natürlich praktisch keine Sozialkontakte mehr gegenüber den Kolleginnen und Kollegen im Büro. Wenn ich zu Hause arbeite, logisch, weil ich habe den Austausch nicht. Kannst du mal eben, kommst du mal mit, und all diese Fallgestaltungen bleiben natürlich logischerweise aus. Es verlagert sich aufs Telefon, Spontanität im wechselseitigen Umgang geht damit mehr oder weniger zwangsläufig verloren. Und dementsprechend gibt es auch eine geringere Austausch- und Hilfsmöglichkeit durch Kollegen und Vorgesetzte. Und ich bilde mir eben auch Ressourcen zu Hause, weil Hand aufs Herz, wer wohnt denn schon in einer Wohnung oder einem Haus, welches von den Räumlichkeiten so üppig und groß gestaltet ist, dass man sagt, ist ja gar kein Problem, das ist hier mein Arbeitszimmer neben dem Kinder, das sind ja die wenigsten. Und alle anderen müssen irgendwie improvisieren. Deswegen sagte ich eben, naja, die Arbeit am Küchentisch, sozusagen Brotkrumen zur Seite, Laptop auf und ab jetzt Ruhe alle raus. Das sind dann oftmals so die gelebten Praktiken bei 75-80% aller Betroffenen. Alles andere sind Bilderbuch-Sachverhalte. Es stellt sich in dem Kontext auch die Frage, ob und inwieweit ich noch teilhaben kann an betrieblichen Entwicklungen, wie auch Lern- und Entwicklungspotenzial, welches ich vielleicht in der Arbeit zu Hause nur bedingt heben kann. Und damit ist ein sehr wichtiger Aspekt zugleich auch angesprochen, nämlich das höhere Maß an Eigenständigkeit. Wer zu Hause arbeitet, mehr oder weniger als Einzelkämpfer, muss vom Naturell her auch gewillt und in der Lage sein, sich dahingehend zu organisieren, zu wissen, wann er am meisten leistungsfähig ist, wann er ein biologisches Loch hat. Das muss er auch am besten einschätzen können. Und da wird Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dem einen fällt das leichter und anderen fällt das extrem schwer. Andere Mitarbeiter sind nicht besonders gut in dieser Selbstorganisation, sondern sagen, sagt mir klar, was ich wann wie zu machen habe, das mache ich dann so und dann bin ich zufrieden. Wenn man denen sagt, organisiere dich mal zu Hause, dann gucken die sie an wie eine Kuh beim Donnern. Das geht nicht. Und so betrachtet ist das eben auch nicht per se ein Modell für alle, sondern ein Stück weit auch typabhängig. Die Risiken für die Dienststelle liegen auf der Hand. Die Kontrollmöglichkeiten sind natürlich nur eingeschränkt möglich, nämlich im Hinblick auf die Arbeitszeit. Stichwort über Bits and Bytes weiß ich, wann ein Rechner hochgefahren wird als Arbeitgeber und weiß ich, wann der Rechner, längere Zeit nicht angerührt wird oder runtergefahren wird. Und je nachdem, wie meine technische Infrastruktur aufgesetzt ist, weiß ich auch, wann und wie ein Arbeitsergebnis in welcher Qualität bei mir aufschlägt. Und wenn der Personalrat, oder das sage ich gleich zum Thema Need to Know und Nice to Have. Der Arbeitgeber hat natürlich nur einen bedingten Zugriff auf die Motivation des Mitarbeiters, der räumlich nicht vorhanden ist, sondern es beschränkt sich auf einen telefonischen Austausch. Und wir alle wissen, am Telefon mit jemandem zu sprechen, hat nicht dieselbe Qualität wie im direkten Gespräch. Es funktioniert nicht. Der Arbeitgeber setzt sich bei so etwas vielleicht auch politisch dem Vorwurf aus, zu sagen, er setzt die Voraussetzungen dazu, um Arbeit und Freizeit miteinander zu vermischen, kann negativ behaftet sein. Wenn ich zu Hause arbeite, ich bleibe jetzt schwerpunktmäßig beim Thema der Telearbeit, wird man früher oder später sich auch Gedanken darüber machen, was passiert eigentlich, wenn ich offline zu Hause sitze.
Stichwort, der Internetzugang funktioniert nicht. Stichwort, der Rechner funktioniert nicht, weil die Software klemmt, weil der VPN-Tunnel zur Dienststelle nicht gescheit funktioniert oder was auch immer. Wir Arbeitsrechtler hinterfragen bei so etwas immer, aus welcher Sphäre stammt die Ausfallursache, in wessen Risikobereich liegt die Ausfallursache. Sie kennen die Sphärenbetrachtung wahrscheinlich aus den ganzen Personalratsgrundlagenschulungen und dementsprechend wissen Sie, das sogenannte Betriebsrisiko liegt beim Arbeitgeber. Das Wegerisiko beim Mitarbeiter, das Betriebsrisiko beim Arbeitgeber, das heißt, der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei der Telearbeit die notwendige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, dass der Mitarbeiter die Arbeit auch erledigen kann. Und das setzt unter anderem eben auch voraus, dass der Arbeitgeber zeitgemäße Hard- und Software zur Verfügung stellt. Das ist schnell gesagt, zeitgemäß. Wenn ich mir dabei aber vor Augen halte, mit welchen alten Möhren mitunter der ein oder andere Mitarbeiter per Telearbeit zu Hause klarkommen muss, dann ist das von zeitgemäß weit entfernt. Rein rechtlich ist bei dem Thema technische Schwierigkeiten zu Hause natürlich immer die Frage, was brauche ich eigentlich, um meine arbeitsvertraglichen Pflichten zu erfüllen? Ist es tatsächlich so, dass das nur mit einer Online-Verbindung funktioniert, mit einem laufenden PC? Oder kann ich eben auch die klassische Arbeit an der Akte noch zu Hause machen? Weil das geht natürlich auch damit einher, dass ich im Rahmen der Telearbeit vielleicht nicht nur meinen Laptop mitnehme, sondern vielleicht auch die ein oder andere physikalische Akte. Der rechtliche Rahmen ist nicht zu unterschätzen. Fangen wir an mit dem Thema der Arbeitszeit und plaudern dann ein wenig über die Kontrolle der Mitarbeiter. Also bei der Arbeitszeit ist es so, es gibt ja nicht per se eine gesetzliche Verpflichtung, die sagt, Arbeitszeiten müssen erfasst werden. Gibt es nicht. Die gibt es nur im Bereich des Mindestlohngesetzes. Da sind wir hier im Raum hoffentlich weit von entfernt. Und im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes 16.2 kennen Sie, für Zeiten, die jenseits 8 Stunden gehen, muss eine Dokumentation erstellt werden. Das ist praktisch der rechtliche Rahmen. Sie als Personalrat können natürlich jederzeit eine Art Dokumentationsumgebung verlangen, die Ihnen die Möglichkeit bietet, die Einhaltung der Grenzen des Arbeitszeitgesetzes zu überwachen. Und das bezieht sich auf die Höchstarbeitszeit, 8 Stunden, 10 Stunden, das bezieht sich auf die Pausen und insbesondere, Achtung, auf die Ruhenszeit. Ruhenszeit, kennen Sie, ist die Zeit, wo ich am Tag die Schippe aus der Hand lege und am nächsten Tag die Schippe wieder in die Hand nehme. Und das müssen 11 Stunden sein. Und jetzt ist es aber, wie es ist, ich lege mich aufs Sofa zum Fernsehen gucken, da penne ich ein. Und irgendwann werde ich wach, weil irgendwie so der Hals auf der Armstütze. Und dann gehe ich hoch und denke mir, ach, ich aktualisiere jetzt gerade noch mal meinen E-Mail-Empfang und sehe dringende E-Mail. Die lese ich jetzt, vielleicht schreibe ich auch schnell, melde mich morgen, gute Nacht oder was auch immer. Was ist das denn jetzt arbeitszeitrechtlich? Ist die Ruhenszeit damit unterbrochen? Das heißt, um 1.38 Uhr, wenn ich das tippe, muss ich jetzt 11 Stunden hinten dran hängen und bin um 8 nicht im Betrieb, auch nicht eingeloggt. Wäre ja ein Verstoß. Also schwierig. Das Ganze funktioniert natürlich nur mit einer gewissen Zeitsouveränität des Mitarbeiters, weil sonst sind die Vorteile ein Stück weit obsolet. Das heißt, man muss sich Gedanken über Vertrauensarbeitszeit oder ähnliche flexible Ausgestaltungen machen. Der Arbeitgeber wird erfahrungsgemäß immer sagen, wenn ich für so etwas Geld in die Hand nehme, Infrastruktur, muss ich auch sicher sein, dass ich dafür auch meine arbeitsvertragliche Gegenleistung bekomme. Also möchte ich auch eine Art Kontrolle, ob, wann und wie dies geschieht. Manch Arbeitgeber mag vielleicht auch der Versuchung unterliegen zu sagen, wenn ich eine gewisse Zeit lang von meinem an Telearbeit teilnehmenden Mitarbeiter nichts gehört habe, dann fahre ich doch mal da vorbei und sage, Ding-Dong, guten Tag,
gehen Sie mal kurz zur Seite, lassen Sie mich mal sehen, was Sie hier eigentlich machen. Geht natürlich nicht. Ohne weiteres, wie gesagt, Artikel 13. Und der Hase im Pfeffer, auch was die Mitbestimmungsthemen angeht, bezieht sich doch auf die technischen Kontrollmöglichkeiten. Diverse Kollegen, Vorredner haben Ihnen ja schon erläutert, vereinfacht ausgedrückt, technisch geht immer alles. Also technisch geht immer alles, alles, was ich am PC mache, wird irgendwie mitgelockt. Auch wenn ich nichts mache, wird es mitgelockt, dass also eine gewisse Zeit lang keine Aktivität da ist. Das andere oder das Extrem dabei sind ja sogenannte Keylogger. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Keylogger sind also Programme, ich erkläre es etwas vereinfacht ausgedrückt, die im Grunde jeden Tastendruck mitprotokollieren, sodass man also sehen kann, welche Worte zu welcher Zeit und in welcher Geschwindigkeit geschrieben wurden. Das ist das andere Extrem. Der Arbeitgeber, manch Arbeitgeber, das erlebe ich in Verhandlungen, praktiziert faktisch, jetzt hören Sie mal genau zu, eine Art Umkehr der Beweislast. Der sagt nämlich, also das sagt er nicht so offen, ne? Aber wenn man das übersetzt, sagt der, meine Mitarbeiter, die zu Hause arbeiten, das ist alles eine Faultierfarm. Die arbeiten nicht. Und ich behaupte, da arbeitet niemand. Und wer diesen Vorwurf nicht im Raum stehen lassen möchte, der muss was machen? Der muss das Gegenteil beweisen. Und das nennen die Juristen Umkehr der Beweislast. Der muss nämlich beweisen, dass der Mitarbeiter 8 Stunden die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleistung mittlerer Art und Güte, ist ja kein Werkvertrag, erbracht hat. Und das ist fatal. Das muss man als Personalrat im Rahmen der Beteiligungsverfahren natürlich weitestgehend unterbinden, diese faktische Umkehr der Beweislast. Und deswegen wird man sich als Personalrat, wenn man im Grunde auch die Leitplanken mit T, ne, Leitplanken aufstellt für den Betrieb EDV, auch Gedanken machen müssen, wie verhält es sich mit dem neudeutschen Need to Know aus den datenschutzrechtlichen Grundsätzen. Also, warum muss ich etwas wissen? Nicht alles, was ich theoretisch wissen kann, ich habe das hier mit Neudeutsch nice to have beschrieben, nicht alles, was ich wissen kann, ist datenschutzrechtlich oder mitbestimmungsrechtlich auch in Ordnung. Das heißt, Sie sind aufgerufen, im Rahmen der Ihnen obliegenden Mitbestimmung klare Grenzen aufzuschreiben unter der Fallgruppe so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Zwei Urteile wollte ich Ihnen darstellen. Ganz ohne Urteile wollen wir es auch nicht machen. LAG Köln 2014, Klappe die erste. Das Speichern des Bearbeiters und des letzten Änderungsdatums einer Datei verstößt nicht gegen das BDSG. Aha, naja, so berauschend jetzt auch wieder nicht. Und eine Eingabeüberprüfung in einer Online-Datenbank zur Überprüfung von Fehleingaben ist datenschutzrechtlich erforderlich. Wie auch die Daten zur Überprüfung eines möglichen Arbeitszeitbetrugs am Heimarbeitsplatz, Telearbeitsplatz, verwertbar sind vor dem Hintergrund Beweisverwertungsverbot, Sachverwertungsverbot. Und in dem konkreten Einzelfall ging es also um einen Zeitbetrug von 15,76 Stunden und LAG Köln sagt, das ist kein Bagatellfall, fristlose Kündigung. Das sind natürlich Fallgestaltungen, die, wenn ich eine Arbeitsorganisation dezentral ausrichte, im Zweifel zunehmen werden, weil der Arbeitgeber eben sagt, Keylogger darf ich nicht, ich bin darauf verwiesen zu schauen, was kriege ich zurück. Und ich will eine bestimmte Arbeitsleistung zurück, ich will aber auch ein bestimmtes Zeitfenster zurückkriegen. Und da muss ich das zusammenzählen und schwierig. Das sind Fallgestaltungen, die werden zukünftig mehr zunehmen. Klappe die zweite, Keylogger, Bundesarbeitsgericht 2017, eigentlich wenig überraschend, aber umso wichtiger, höchstrichterlich es einmal ins Heft geschrieben zu bekommen. Der Arbeitgeber setzt mit Kenntnis der Mitarbeiter Keylogger ein. Und der Arbeitnehmer geht während der Arbeitszeit in erheblichem Umfang Tätigkeiten nach, also privaten Tätigkeiten. Und das geht aus den Keylogger-Daten hervor. Der Arbeitgeber
schmeißt den raus, Kündigung, Schutzklage, das Ding geht durch die Instanzen. Bundesarbeitsgericht sagt, Keylogger, auch wenn es alle wissen, ist kein Need to Know, sondern ist Nice to Have in Reinkultur, ist ein erheblicher Datenschutzverstoß beziehungsweise Verstoß gegen die verfassungsrechtlichen Grundsätze des Mitarbeiters, allgemeines Persönlichkeitsrecht, Recht auf informationelle Selbstbestimmung etc. pp. Und sagt eben ein komplettes Sachverwertungsverbot. Kein Beweisverwertungsverbot, Sachverwertungsverbot. Sachverwertungsverbot bedeutet, da muss ich mich nicht drauf berufen, sondern ein Gericht darf diese Zahlen, Daten, Fakten nicht zur Kenntnis nehmen. So. So. Folgerungen aus der Keylogger-Entscheidung, das jetzt rein datenschutzrechtlich noch nicht für die Mitbestimmung. Wir müssen, was die Frage Überwachung, Arbeitnehmerverhalten angeht, berücksichtigen. Es kommt immer auf den sogenannten Einzelfall an, weil es immer eine Abwägung ist. Interessenabwägung, Güterabwägung. Kein Kind mit dem Bade ausschütten, Stichwort Keylogger in Reinkultur. Und die Ermittlungen nach 32 BDSG, also Durchführung des Arbeitsverhältnisses, setzen keinen Straftatverdacht voraus, sondern eine bloße Pflichtverletzung reicht aus. Nicht jede Pflichtverletzung ist zugleich auch eine Straftat. Folgeproblem in diesem Kontext, Fernwirkungsverbot. Wir Juristen kennen die sogenannte Fruit of the Poisonous Tree Doctrine, kommt aus Amerika, meint also die mittelbaren Sachen, wo ich also einem Zeugen sage, schauen Sie mal, lieber Zeuge, ich mache Ihnen folgenden Vorhalt. Mitarbeiter Max Mustermann gibt vor, das getan zu haben. Tatsächlich kann er das aber nicht. Was sagen Sie dazu, der Zeuge? Und der Zeuge ist jetzt angespitzt und sagt, ja, stimmt, wir waren zusammen da und irgendwas. Also Fernwirkungsverbot ist in Deutschland noch nicht komplett ausgepaukt, sondern nach wie vor schwierig, tendenziell in Deutschland aber nicht anzunehmen. Da sind die Amerikaner strenger. Ja, Arbeitsstättenverordnung, ich hatte Ihnen gesagt, die Telearbeit 2016 in die Arbeitsstättenverordnung eingeführt. Arbeitsstättenverordnung, Arbeitsschutzgesetz und dieses Ganze, das kennen wir unter dem Gesichtspunkt der Gefährdungsbeurteilung, wie auch der Pflicht zur Unterweisung und zur Bildschirmarbeit. Wer sich Gedanken macht über Gefährdungsbeurteilung, weiß, dass das Ganze zweigeteilt ist, einmal physikalische Gefährdungen und das andere Mal psychische Gefährdungen. Bei den physikalischen geht es um Rücken, Nacken, Ellbogen, Tennisarm und Co. Und bei dem psychischen geht es um, mein Augenlid flackert oder ich kann nachts nicht mehr durchpennen oder was auch immer. Also eine denkbare Arbeitsverdichtung, weil ich vielleicht auch verschwimme, privat und Dienst und gar nicht mehr so richtig abschalten kann. Und das sind eben spannende Fragen. Und da steht im Gesetz, also in der Arbeitsstättenverordnung, bei Telearbeit soll der Arbeitgeber so eine Gefährdungsbeurteilung nur einmalig, erstmalig machen. Und da finde ich fatal. Finde ich fatal, weil wie will ich denn zu Beginn einmalig jetzt so eine Einschätzungsprognose treffgenau vornehmen können? Ich muss doch erstmal sehen, wie sich so etwas einrüttelt und wie sich so etwas lebt. Und deswegen, ich persönlich halte also diese Beschränkung bei der Telearbeit im Gesetz, das nur einmalig machen zu müssen, halte ich für fatal. Und da sollten Sie natürlich im Rahmen der Mitbestimmung versuchen zu sensibilisieren, dass das regelmäßig gemacht wird, insbesondere bei den Leuten, die an Telearbeit arbeiten. Also nicht nur erstmalig, sondern je nach Auffälligkeiten, was weiß ich, alle 2 Jahre oder alle 3 Jahre. Und wenn Auffälligkeiten auftreten, also Werte, die ungesund sind, dann machen sie es zeitlich dichter. Und die spannende Frage bei den Gefährdungsbeurteilungen ist natürlich auch immer, mit welcher Methode machen Sie das eigentlich? Da gibt es 100.000 Methoden. Es gibt nicht die eine Methode, die sagt, das ist die einzig richtige. Kommt auch immer so ein bisschen darauf an, in welcher Branche Sie unterwegs sind, was Sie da konkret machen. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Zur Messung der psychischen Belastung, Stichwort COPSOC und Ähnliches, gibt es sehr viel. Wichtig bei dem Ganzen ist,
dass sie sich erstens eines Dienstleisters bedienen, zweitens der Dienstleister nicht sie als ersten Kunden hat, logisch, sondern eine gewisse Datenbank, Daten vergleichbarer Branchen, um auch eine Aussage treffen zu können, ist normal, ist außergewöhnlich. Ja, natürlich spielt das Thema Datenschutz und Co. eine große Rolle bei der Erbringung der Arbeit zu Hause, in erster Linie natürlich durch Familienmitglieder. Ne? Wir würden im Zweifel so sagen, der Partner, die Kinder, die Familie gehört ja zur Familie, ist ja schon nicht so schlimm. Also das, was man so umgangssprachlich unreflektiert annimmt, ist rein rechtlich höchst problematisch. Höchst problematisch dergestalt, dass auch Familienmitglieder wie fremde Dritte natürlich keine personenbeziehbaren Daten einsehen dürfen. Und ich muss das Ganze eben nicht nur bei einem Darfste nicht belassen, sondern muss das im Rahmen vertretbarer Möglichkeiten ausgestalten, im Rahmen eines Kannste auch nicht. Darfste nicht und Kannste nicht. Heißt also ganz konkret, ich muss mir Gedanken machen über eine Verschlüsselung bei dem Datentransport von zu Hause zur Dienststelle. Ich muss mir Gedanken machen über Passwortschutz, über einen Sichtbarkeitsschutz des Bildschirms mithilfe bestimmter Folien. Und ich muss natürlich zeitgemäße Hard- und Software auch einsetzen. Und datenschutzrechtlich muss ich Ihnen leider sagen, natürlich nur zu dienstlichen Zwecken. Wenn das nicht nur zu dienstlichen Zwecken geschieht, kommen Sie alle ins kurze Gras und in Teufels Küche, weil der Dienstherr jedenfalls nach herrschender Meinung zum sogenannten Diensteanbieter nach dem TKG wird und damit einhergehen, weitergehende Verpflichtungen zu dokumentieren, vorzuhalten, die keiner braucht. Und deswegen State of the Art ist natürlich die dienstliche Infrastruktur nur und ausschließlich für dienstliche Zwecke nutzen zu dürfen. Und damit einher geht dann eben auch eine volle Kontrollmöglichkeit der Dienststelle bis dahin, dass er sich über Remote und Ähnliches, also direkt auf meinen Rechner, auch einwählen kann. Weil es ist ja klar, Privates ist nicht drauf, schützenswerte Interessen gibt es dabei nicht. Es gibt im Grunde nur dienstliche Belange und da hat der Arbeitgeber auch das Recht, wie er auch das Recht hätte, an meinem Büro vorbeizukommen und zu sagen, Bergmann, zeigen Sie mir mal die Akte, den Vorgang so und so, wie ist da der Stand? Ich möchte da mal Daumenkino machen. Kann ich auch nicht sagen, hahaha, Geheimnis, geht nicht. Problem. Rein arbeitsrechtlich ist bei solchen Situationen, wenn ich das zu Hause mache, wie läuft das eigentlich, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet, sei es durch Rente, sei es im Unfrieden, sei es durch Zeitablauf im Rahmen einer wirksamen Befristung, dann muss eben klar und sichergestellt sein, Stichwort Löschkonzept und Co., dass zu Hause physikalisch keine Daten mehr vorhanden sind. Der darf das natürlich nicht alles löschen, das sind ja Arbeitsdaten, die müssen natürlich in der Dienststelle zurückbleiben oder dürfen sowieso nur da gelagert sein. Wichtig ist nur, dass ich das in einer Art und Weise ausgestalte, wonach das checklistenartig sichergestellt ist. Kostentragung. Wir müssen natürlich auch über Geld sprechen. Wer bezahlt das Ganze? Die Rechtsprechung und die Gelehrten sagen dazu, das folgt über die Spielregeln des Aufwendungsersatzes aus dem BGB. Das heißt, der Arbeitgeber muss im Grunde die vollständige Einrichtung des Arbeitsplatzes einschließlich der EDV übernehmen und natürlich auch anteilig die Kosten für den Betrieb der in Anführungsstrichen Bürofläche, Strom, Wasser, Gas, Telefon, Internet. Wie gesagt, doppelte Freiwilligkeit, aber wenn man es macht, ist das im Grunde geschuldet. Problem immer dann, wenn ich die Arbeit am Küchentisch mache. Die Arbeit am Küchentisch ist rein rechtlich, streng genommen, keine Telearbeit im Sinne der Arbeitsstättenverordnung. Weil Arbeitsstättenverordnung sagt, Telearbeit ist komplett, muss der Arbeitgeber alles, also auch Schreibtisch und Stuhl. Tja,
Versicherung und Haftung. Die Telearbeit ist vom Prinzip her von der gesetzlichen Unfallversicherung umfasst. Daneben gibt es die Haftungsprivilegierung des Dienstherrn nach dem SGB VII, also er haftet nur für Vorsatz. Der Mitarbeiter wird wahrscheinlich wegen der Infrastruktur sich Gedanken darüber machen, Klammer auf müssen, Klammer zu, seine Hausrat- und Wohngebäudeversicherung zu erweitern. Das kostet natürlich mehr Versicherungsgebühren. Auch da muss man sich Gedanken machen müssen über eine anteilige Kostentragung des Arbeitgebers. Gesetzliche Unfallversicherung, da gibt es ganz gruselige Urteile aus der Sozialgerichtsbarkeit, weil Sie müssen sich vor Augen halten, Wege innerhalb der Wohnung sind kein Betriebsweg. Ne? Also das Wasserholen in der Küche ist eine eigenwirtschaftliche Tätigkeit. Das Gehen zur Toilette ist eine eigenwirtschaftliche Tätigkeit. Kurzum, in der Privatwohnung bestehende Risiken gehen auf den Deckel des Mitarbeiters. Das muss man sehen. Problem, Schäden durch den Arbeitnehmer wie auch Schäden durch Familienmitglieder. Spannendes Thema, typischer Fall. Ich sitze in meinem Arbeitsplatz zu Hause, neben der Tastatur steht was? Kaffee, genau. Ja, und damit ein Fall raus wird, fange ich an zu hantieren und der Kaffee fließt in die Tastatur. Ich gebe ein, klack, 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 es tut sich am Bildschirm nichts. Ich habe damit durch Unachtsamkeit das Eigentum meines Dienstherrn beschädigt und muss mir Gedanken darüber machen, muss ich das jetzt bezahlen? Muss der Arbeitgeber das bezahlen? Ihnen ist wahrscheinlich aus dem Besuch diverser Grundlagenschulungen noch bekannt. Rein arbeitsrechtlich gibt es die sogenannte Haftungstrilogie. Schon mal gehört? Also die Aufteilung in einfacher Fahrlässigkeit. Da haftet der Mitarbeiter nicht, wenn er das Eigentum des Arbeitgebers beschädigt. Mittlerer Fahrlässigkeit, da wird gesagt, das wird gequotelt. Ein bisschen Mitarbeiter, ein bisschen Arbeitgeber. Und grober Fahrlässigkeit bzw. Vorsatz. Da ist volle Yacht, muss der Mitarbeiter prinzipiell alles bezahlen. Ja, und jetzt ist dann die Subsumptionsaufgabe, das einzelne streitgegenständliche Verhalten einzusortieren in den Fahrlässigkeitsmaßstab. Also diese Fälle, mitunter schmunzelt man, die gibt es häufiger, als man glaubt. Das ist nicht nur die Kaffeetasse neben der Tastatur. Wissen Sie, welchen Fall ich vor einem halben Jahr hatte? Mitarbeiterin, so ganz cool, dienstliche iPhone hinten in der Gesäßtasche, geht zur Damentoilette und verrichtet ihr Geschäft. Problem, Smartphone liegt drin. Was ist das jetzt? Mittlere Fahrlässigkeit? Ja, Sie lachen. Die Dame hat nicht gelacht, weil die Grenzlinien zwischen einfacher Fahrlässigkeit, mittlerer Fahrlässigkeit verlaufen ja ungefähr bei folgenden Kontrollfragen. Einfache Fahrlässigkeit, da würde man sagen, kann ja jedem mal passieren, hätte mir auch passieren können. Bei der mittleren Fahrlässigkeit heißt es, kann ja jedem mal passieren, darf aber nicht passieren. Darf aber nicht passieren, in der Regel anzunehmen, wenn ich eine Dokumentation habe, die mir sagt, was und wie ich zu tun habe. Das heißt also, wenn ich Spielregeln habe, die sinngemäß besagen, wenn ich am Rechner arbeite, habe ich dort nicht zu essen und nicht zu trinken. Oder die da sagen, mein dienstliches Smartphone muss ich in einer Art und Weise an meinem Körper führen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es außerplanmäßig nass wird oder andere potenzielle Schädigungsquellen erleidet, weitestgehend ausgeschlossen ist. Ich will sagen, wenn ich so eine Dokumentationsumgebung habe, die ein gut aufgestellter Arbeitgeber hat, dann verschiebt sich das Panel sofort von der einfachen Fahrlässigkeit in die mittlere Fahrlässigkeit und dann ist der Mitarbeiter
mit dabei, etwas zahlen zu müssen. Ob der Arbeitgeber das dann durchdrückt, wie es die nackte Dogmatik vor sich steht, auf einem ganz anderen Blatt. Mir ist nur wichtig, dass Sie das einmal gehört haben von der Haftungstrilogie mit der Dokumentation und der naheliegenden Frage, was passiert denn mit den einzelnen denkbaren naheliegenden Fallgestaltungen. Ne? Und wenn man das Ganze mitarbeiterbezogen durchdekliniert, ist man bei der Telearbeit natürlich früher oder später auch bei der Frage, Schatz, möchtest du noch einen Kaffee? Oh. Und schon ist wieder der Kaffee drauf auf der Tastatur. Schatzi ist aber nicht arbeitsvertraglich mit der Dienststelle verbunden. Das heißt, ohne weiteres kann auf Schatzi die Haftungstrilogie nicht anwendbar sein. Und das ist in der Rechtsprechung umstritten, ne? Ob jetzt Schatzi analog über die Haftungstrilogie gewählt und gehandhabt wird oder nicht. Ich sage dazu immer wenig dogmatisch, etwas sportlich mit Augenzwinkern. Wenn die Juristen einen Sachverhalt zu beurteilen haben, kommt es natürlich darauf an, welcher Sachverhalt mitgeteilt wird, oder? Ja, die Tastatur ist voll Kaffee, also ne? Gut. Aber das war jetzt außerhalb des Protokolls. Ne? Gut, gut. Ja, meine Rolle als Personalrat, ich hatte es eingangs beleuchtet, bilateral Arbeitgeber-Mitarbeiter und hatte Ihnen gesagt, doppelte Freiwilligkeit. Und wenn ich das Ganze jetzt von der Konstellation erweitere, von einer Zweiseitigkeit in Richtung Dreiseitigkeit mit Ihnen als Personalrat, dann habe ich nicht die doppelte Freiwilligkeit, sondern im Grunde die dreifache Freiwilligkeit. Also gegen den Willen des Arbeitgebers ist das nicht erzwingbar. Also das Ob hat allein die Dienststelle in der Hand. Aber bei der Frage des Wie sind Sie als Personalrat mit im Fahrersitz. Sie stellen die Leitplanken auf, idealerweise durch eine Dienstvereinbarung, weil diese Dienstvereinbarung Kraft Amtes unmittelbare zwingende Wirkung zugunsten und vielleicht in Grenzen auch zu Lasten der Mitarbeiter entfaltet. Das Ganze ist aber, wie gesagt, eine freiwillige Dienstvereinbarung, weil es nicht gegen den Willen erzwingbar ist. Das heißt, wenn das Ding gekündigt wird, halte ich die Kündigungsfrist als Dienststelle ein und danach ist das Geschichte. Vorteile, je nach Perspektive, ist, dass die sogenannte AGB-Kontrolle auf Dienstvereinbarungen wie auch Betriebsvereinbarungen faktisch nicht stattfindet nach der Rechtsprechung. AGB-Recht können wir uns 2 Wochen einschließen, ist total gruselig. Arbeitsvertrag und AGB, ganz schlimm. Und deswegen, großer Freund, Dienstvereinbarung, gibt es keine AGB und wir können vereinbaren, was wir für fair und gerecht erachten. Ja. Wenn ich als Personalrat die Leitplanken in einer Dienstvereinbarung aufstelle, habe ich Ihnen hier ein paar Bullet Points aufgenommen, wie so ein Denklineal aussehen könnte. Erste Frage, wer soll an so etwas teilhaben können, wer nicht und wie beurteilt man den Prozess, wenn einer möchte, aber nicht soll? Ne? Weil vielleicht der Mitarbeiter sagt, ja, das ist ja cool, ich möchte das auch machen, aber der Vorgesetzte sagt, nein. Weil so wie du das machst, da ahne ich, dass da nichts Gutes bei rauskommt. Du willst dich nur drücken. Wie geht man dann damit um? Das wäre in einer Dienstvereinbarung zu klären. Dann Arbeitsort und Arbeitszeit. Tatsächlich Festschreibung auf die heimische Wohnung oder das heimische Haus, wie auch der Tätigkeit. Die Kostentragung. Und den Umfang der Kontrolle und der Überwachung. Und das ist nicht trivial und das ist auch nicht regelbar mit nur einem 6-zeiligen Textblock, sondern da liegt tatsächlich der Hase im Pfeffer. Ich erinnere Sie an Need to Know versus Nice to Have. In dem Kontext eben auch die Erfassung der Arbeitszeit. Die Erfassung der Arbeitszeit können Sie mit Bits and Bytes im Grunde ja nur mit Anfang und Ende
und vielleicht später mal ein Arbeitsergebnis machen. Aber darüber hinaus muss vielleicht auch so eine Art Logbuch geführt werden, dass zumindest stichwortartig angegeben wird, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Das müssten Sie von den Leitplanken eben mit aufstellen. Dann die Grundsätze, wie die Vertraulichkeit und der Datenschutz gewährt ist, wie die potenzielle Gefährdung damit überprüft wird, ob tatsächlich nur einmalig oder mehrfach, und wie es sich verhält mit der damit einhergehenden Belastung zu Beginn und regelmäßig. Ja, und natürlich auch die Frage, wenn ich so etwas mache, das ist praktisch die Rolle vorwärts, unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen kann ich eigentlich die Rolle rückwärts jetzt machen? Muss auch ausgestaltet werden. Geht das nur bei Missbrauch oder bei fehlender Praxistauglichkeit? Wer beurteilt das? All das muss natürlich in einer Dienstvereinbarung geregelt werden. Das ist nicht ganz trivial, wenn Sie solch eine Regelung nur befristet machen, weil immer wenn Sie es befristet machen, spielt letztlich auch das Teilzeitbefristungsgesetz eine kleine Rolle. So ohne weiteres können Sie die Frage, wo die Arbeitsleistung erbracht wird, nicht befristen nach dem Teilzeitbefristungsgesetz. Na, weil Sie brauchen nach dem Teilzeitbefristungsgesetz bei der Befristung wesentlicher Arbeitsbedingungen einen Sachgrund. Und welcher sollte das sein? Also die Eigenart der Arbeitsleistung, die Erprobung oder die in der Person liegenden Gründe? Schwierig, das zeitlich zu befristen. Möglicherweise umschiffbar per Betriebsvereinbarung. Muss man wohl austariert aufstellen. Ja. Und dann die Widerrufsmöglichkeit, hatte ich gerade schon angesprochen, oder das Rückkehrrecht des Arbeitnehmers. Und wie geht man im Grunde um miteinander als Dienststellenparteien im Falle eines Konsenses beziehungsweise eines Dissenses, also bei einer Eskalation Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wann wird der Personalrat wie eingebunden, welche Rolle hat er, und bei dem Ganzen natürlich immer abwägend Anspruch auf Gleichbehandlung einerseits und andererseits die Stabilität der Abläufe in der Dienststelle. Auch klar. Ja, Fazit. Ich bin gut in der Zeit, ne? Fazit. Das Thema Telearbeit ist mit Licht und Schatten zu sehen. Die Arbeit muss gemacht werden. Das ist das Wichtigste mit dem primären Fokus und mit dem sekundären Fokus erst der Blick auf die Arbeitszeit. Die Interessen gilt es auszubalancieren. Ich sage dazu immer, das, was in der Dienststelle motivationsspezifisch und co. schwierig läuft, wird auch nicht automatisch besser, nur weil ich es zu Hause mache. Ne? Weil ich es zu Hause mache, da habe ich ja den einzigen Vorteil, ich muss morgens nicht hin und abends nicht zurück, habe ein bisschen Zeit gespart. Alles andere enthält praktisch dieselben Sachzwänge wie innerbetrieblich, plus weiterer Sachzwänge, weil ich mehr oder weniger mit einem höheren Maß an Eigenständigkeit mehr oder weniger abgeschnitten von den Kolleginnen und Kollegen erarbeiten muss. Und so etwas kann gelingen, wenn es wohl austariert unter Berücksichtigung sämtlicher Interessen aufgesetzt wird. Es gibt einige Beispiele, wo das funktioniert, leise und sacht startend. Man wird sagen können, solch ein Thema steckt noch in den Kinderschuhen. Die ersten Rückmeldungen, so wie ich es mitbekomme, im Rahmen der alternierenden Telearbeit sind gut. Und Sie haben es in der Hand, weil rein bilateral geht es nicht. Es geht nur mit Ihnen, also im Dreiecksverhältnis. Sie haben eine wichtige gestaltende Rolle. Und ja, ich halte Ihnen die Daumen dabei und hoffe, dass es soweit kurzweilig und lehrreich war, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Dr. Bergmann,
Die Frau Reißel hat gerade mal nachgeguckt, Sie sind heute das fünfte Mal hier. Huch. Ab dem sechsten Mal gibt es eine Kaffeetasse. Also, wir freuen uns das nächste Mal. Von daher, vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich hoffe, die Jungs konnten was mitnehmen. Wenn die später noch ein Foto brauchen für ihren Praktikumsbericht oder so, kann man bestimmt irgendwie super was drehen. Danke, ja? Danke. Ja, jetzt möchte ich ganz gerne zu Volker Geier, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden und Vorsitzenden der Tarifunion Fachvorstand, begrüßen. Bitte, Volker, du hast das Wort. Ja, danke, liebe Melanie. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, gleich ist es geschafft. Und ich hoffe, Sie sind nicht geschafft von der Tagung, von unserem 12. Forum Personalvertretungsrecht. Ich hoffe, Sie sind beflügelt, begeistert und gut informiert. Und wir haben Sie gestern, heute zum Nachdenken angeregt, was Sie zum Thema Digitalisierung in Ihrer Dienststelle umsetzen können. Ich habe mir zwei Zitate aufgeschrieben aus dem Vortrag von Frau Lessing und Herrn Wendel, der sagte, oder sie sagte, Digitalisierung ist gestaltbar und Digitalisierung erfordert selbstbewusste Interessensvertretung durch Personalräte. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, und deshalb sind wir gestern und heute hier in Berlin zusammengekommen. Wir wollen Sie als Personalräte stärken durch entsprechendes Wissen. Sie sollen entsprechend Beteiligung einfordern können beim Thema Digitalisierung in Ihrer Dienststelle. Sie sollen aber auch Haltelinien aufzeigen, damit die Arbeitgeber, die Dienstherren diese nicht überschreiten. Und natürlich Mitgestaltung einfordern. Dazu dient eben entsprechend Wissen und das haben wir versucht, Ihnen zu vermitteln. Diese Tagung alleine, glaube ich, aber reicht nicht für dieses große Thema Digitalisierung, weil es wird ja nicht zu Ende sein. Das ist ein Prozess, der uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten begleiten wird. Und deswegen darf ich schon auch auf unsere Seminarreihe, die darauf aufbaut, Personalrat und Verwaltung 4.0 verweisen. Nehmen Sie von diesem Angebot der DBB-Akademie bitte reichlich Gebrauch. Ja, und als Vorsitzender der DBB-Akademie freut es mich natürlich besonders, dass dieses Forum Personalvertretungsrecht, das wird es heute zum 12. Mal in diesem Jahr durchführen und dass es zu einer echten Marke geworden ist. Und dass es zu einer echten Marke geworden ist, liegt natürlich zum einen an Ihnen. Sie haben Interesse an unserer Arbeit, Sie haben Interesse an Fortbildung, Sie beteiligen sich, Sie nehmen das Seminarangebot und das Angebot der DBB-Akademie und des DBBs wahr. Es ist aber auch deshalb ein Erfolg, weil viele Menschen im Hintergrund an diesem Gelingen beitragen. Und da darf ich mich bedanken, einmal hier im Hause bei unserem Geschäftsbereich Mitbestimmung, bei Ole Gericke und seinem Team. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz und für ich darf mich aber auch bei meinem eigenen Hause, nämlich der DBB-Akademie, bedanken und dort bei dem Geschäftsführer der DBB-Akademie und seiner Mannschaft, Herrn Oliver Welte. Herzlichen Dank. Ja, und gestatten Sie mir heute im Rahmen dieses Forums einem Mann besonders zu danken, der in Ruhestand geht, aber heute noch unter uns ist und auch dieses Forum ganz stark mitgestaltet hat, aber nicht nur in diesem Jahr, sondern in den letzten Jahren. Helmut Wolf. Und Herr Wolf, kommen Sie doch bitte mal auf die Bühne. Ja, Herr Wolf ist bei uns in der DBB-Akademie seit vielen, vielen Jahren für den Bereich Mitbestimmung, Personalvertretungsrecht zuständig und
Viele von Ihnen werden an Seminaren zum Thema Personalvertretungsrecht teilgenommen haben über die DBB-Akademie und alles, was da gelaufen ist im Hintergrund, in der Planung, in der Gestaltung, in der Programmgestaltung und in vielen, vielen Schulungen selbst hat alles Herr Wolf mit seiner Mannschaft gemacht bei uns in der DBB-Akademie und ich glaube, er hat es immer sehr, sehr kompetent, sehr stark, sehr inhaltsreich gemacht und für diese herausragende Arbeit möchte ich mich ganz gern bei Ihnen persönlich bedanken. Und ein altes chinesisches Sprichwort besagt, am Ende eines Weges kommt ein neuer Weg und begeht mal einen neuen Weg. Und für diesen neuen Weg, lieber Herr Wolf, wünschen wir Ihnen alles, alles Gute, Glück, Zufriedenheit, aber das Wichtigste, Gesundheit. Alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, und ganz zum Schluss darf ich mich bei unserer Moderatorin Melanie Hengst ganz, ganz herzlich bedanken, liebe Melanie, du hast uns mal wieder sehr kompetent, aber auch vor allem sehr, sehr charmant durch das Programm geführt. Herzlichen Dank dafür, aber auch herzlichen, ja. Und herzlichen Dank aber auch dafür, für deinen großartigen Einsatz in unserer Grundsatzkommission Mitbestimmung. Die Grundsatzkommission hat dieses Programm hier auch mitgestaltet und ihr bringt auch immer die praktische Erfahrung aus den Dienststellen bei uns in den DBB und das ist unheimlich wichtig und richtig. Herzlichen Dank für eure Arbeit in dieser Grundsatzkommission und vor allem an dich als Vorsitzender. So eine Kleinigkeit zum Dank. Ah, Geschenke. Ja, und das letzte Wort, liebe Dankeschön. Melanie, gehört natürlich dir. Du darfst hier auf der Bühne bleiben. Ach so, vielen Dank. Na, ich gehe wie immer in die Mitte. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir hat es total Spaß gemacht. Es ist das erste Mal gewesen, dass ich so eine Veranstaltung moderiert habe und ich glaube, ich mache es nochmal ab und zu. Von daher... Ich meine das ernst, wir sind die Kümmerer und der DBB kümmert sich um die Kümmerer und das ist mir wichtig. Ich finde, die Verbindung zwischen Gewerkschaft und Personalratsarbeit ist ein Muss, um für unsere Mitglieder vor Ort oder auch die, die vielleicht noch unsere Mitglieder werden wollen, da zu sein. So, jetzt genug der Rede, der Imbiss ist draußen serviert. Ich wünsche allen eine gute Heimfahrt und wir sehen uns in 2 Jahren. Vielen Dank. Applaus